Das Magazin ist für Leute, die die Alligatorarmbrust schon da haben, auch einzeln verfügbar. Dann kommt es halt extra in einem Karton. Das war auch eine Frage von vielen Kunden. Das passt auf die Alligator 1 und Alligator 2. Weil Alligator 1 und 2 ist im Prinzip genau die gleiche Armbrust. Der einzige Unterschied ist, dass die Alligator 2, zeige ich jetzt nochmal hier, diesen ausziehbaren Anschlag schafft als Spannhebel hat und Alligator 1 hat einfach nur so einen kurzen Spannhebel dran. Im englischsprachigen Raum gibt es diese Armbrust unter dem Namen Anglo Arms 360, die ist baugleich mit der Alligator, dort passt das Magazin auch. So, das ist jetzt hier das 508 Snake Hunter Magazin in der V2 Variante. Nach wie vor mit dem grünen Doppelkorn. Was jetzt hier neu ist, ihr müsst an der eigentlichen Armbrust oder am Magazin gar nichts mehr verändern oder umbauen. Das wird nur noch draufgesetzt und hat dann im Prinzip schon die volle Funktion. Ein neues Teil ist dieser kleine Riegel hier. Können wir vielleicht mal kurz ein bisschen groß machen. Dieses Teil, was hier federnd gelagert ist. Das übernimmt die Funktion der Bolzenstoppfeder, die bei der alten Variante verbaut werden musste. Und zwar verhindert dieser Riegel, dass beim Spannen, wenn die Sehne hier drunter durchgeht, unter dem unten liegenden Bolzen, dass der Bolzen ins Schloss reingedrückt wird. Also das stoppt praktisch den Bolzen hier, sodass er dann optimal über der Sehne liegt und direkt angeschoben werden kann. Außerdem hat dieses Teil den Vorteil, dass ihr jetzt die originale automatische Sicherung einfach eingebaut lasst und die hat wie vorher die volle Funktion. Also die rastet automatisch ein und muss vor jedem Schuss gelöst werden, also entsichert werden sozusagen. So, jetzt würde ich euch zeigen, wie man bei der Armbrust die Sehne aufspannt und wie dann das Magazin aufgesetzt wird. Jetzt nehmen wir mal alle Teile aus der Kiste raus. Frontgriff, der 80 ABS-Bogen von der Alligator, die zwei Bolzen, und der Grundkörper hier mit diesem Anschlagschaft als Spannhebel. Als erstes würde ich den Bogen einbauen und die Sehne aufspannen. Dafür machen wir die Tüte hier auf. Schauen wir mal, was da drin ist. Die Bogensehne und zwei Endkappen, ein paar Imbusschlüssel und diese Unterlegplättchen hier. Da ist eins aus Metall und zwei aus Gummi dabei. So, dafür müssen wir erstmal diese Madenschraube mit dem beiliegenden Imbusschlüssel ein bisschen rausdrehen, damit wir den Bogen hier seitlich eingefädelt bekommen. Dann wird der Bogen, guckt, dass es richtig rum ist, dass die Schrift richtig rum zu sehen ist, wird der Bogen hier reingesteckt. Und dann kommen diese drei Plättchen zum Einsatz. Zweimal Gummi, einmal Metall. Ein Gummiplättchen kommt hinter den Bogen. Hierhin. So. Und vor den Bogen kommt das Gummiplättchen mit dem Metallplättchen, mit dieser Vertiefung, die muss nach vorne zeigen. Also das Metallplättchen unbedingt vorne einsetzen. Das verhindert, dass diese Madenschraube sich in den Bogen reinbohren kann und bewirkt im Prinzip, dass man den Bogen richtig schön verspannen kann. So, hier sind so zwei weiße Striche auf dem Bogen. An denen kann man erkennen, ob das Ganze gerade eingesetzt ist oder ob es noch schief ist. Die sollten auf beiden Seiten ungefähr gleich rausgucken, so wie bei mir jetzt hier. So, dann wird das Ganze festgezogen. So, jetzt haben wir den Bogen eingebaut. Als nächstes werden diese Endkappen aufgesteckt. So, und nun haben viele, die das schon mal versucht haben, auf konventionelle Art das große Problem, wie bekomme ich jetzt diese Sehne hier? Die ja eigentlich viel zu kurz ist, die passt ja hier nicht drauf. Wie kriegt man die drauf? Mein Tipp, versucht es nicht mit einer biegt und der andere hängt es ein oder das Ding in Schraubstock einspannen oder so. Das ist einfach nur gefährlich und
man macht Kratzer und am Ende geht noch was kaputt. Wir haben bei uns im Shop dafür ein sehr praktisches Hilfsmittel, den sogenannten Stringer oder Sehnenaufziehhilfe. Das ist hier so ein verstellbares Teil, was man sozusagen als Hilfssehne einspannt und damit den Bogen vorspannen kann, um dann die eigentliche Sehne leicht einhängen zu können. Dafür haben die Endkappen zwei Einhängepositionen, eine äußere und eine innere Position. Auf die äußere, das ist ganz wichtig, kommt die Hauptsehne, also die Sehne, die man dann später drin lässt in der Armbrust. Und diese Hilfssehne, der Stringer, wird auf die hintere, auf die innere sozusagen gehängt. So, dann legt man die Sehne hier so drauf und spannt den Stringer hier drüber. Wenn das nicht ganz passt, wie bei mir jetzt hier, ist kein Problem. Das Ding ist längenverstellbar. Da müsst ihr einfach hier ein bisschen was nachgeben und dann hier rausziehen. Und das sichert sich dann durch die Konstruktion von alleine wieder. Also das ist dann direkt wieder fest, das rutscht dann nicht durch. Wichtig ist, dass der Stringer so eingestellt ist, dass man den gerade so über den Bogen drüber kriegt. Weil wenn der viel länger wäre, wenn das jetzt hier ganz leicht drüber gehen würde, dann hätte man den Bogen nicht so weit vorgespannt und das Ganze ist dann am Ende nicht so straff, wie es eigentlich sein soll. Okay, schaut, dass der Stringer oben und unten in der inneren Position hängt. Hier links ist die Sehne. So, dann kann man die Sehne schon mal so ein bisschen eindrehen, ein bisschen straff ziehen. Der Stringer hängt hier an den Spannhaken und jetzt spannen wir einfach die Armbrust. Nach dem Spannen schaut er nochmal, dass die Sehne dort sitzt, wo sie sein soll, also auf dem äußeren Haken. Dann wird die Armbrust entsichert und einfach abgedrückt. Dann könnt ihr die Sehnenspannhilfe schon runternehmen und die Sehne ist eingespannt. Ja, diese Sehnenaufspannhilfe bekommt ihr bei uns im Online-Shop www.tech23.de unter Armbrüste, Zubehör für Armbrüste. Könnt ihr euch dieses wichtige Hilfsmittel bestellen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das 508 V2 Magazin auf diese Armbrust montiert. Dafür muss zuerst das Korn abgeschraubt werden und die Picantini-Schiene mit dieser Bolzenhaltefeder muss auch runter. Ich mache zuerst die Kimme runter. Nehmen uns einen Kreuzschlitzschraubenzieher, PH2, ist die richtige Größe. Drehen diese Schraube raus. Die wird gleich wieder benötigt, diese kleine Kunststoffteilschraube. Das Teil brauchen wir dann nicht mehr. Und das gleiche machen wir mit dem Korn. Und nun muss diese Schraube durch dieses Loch hier eingefädelt werden und dann wird es praktisch von oben festgezogen. Jetzt ist ja aber dieser Spannhebel im Weg, deswegen müsst ihr vor dem Einbau des Magazins diese Imbusschraube mit dem beiliegenden 2,5er Imbus. Sozusagen den Zuführungshebel kurz ausbauen. So. Ihr seht hier, diese Feder sitzt unter der Nase. So muss das dann auch wieder zusammengesetzt werden. Den nehmen wir kurz raus, die Feder, den 2,5er Imbus. Und jetzt kommt man hier schön an dieses Loch ran, wo die Schraube dann rein muss. Die stecken wir dann hier oben rein und können die hier mit dem Kreuzschlitz dann drehen. So. Die Schraube, die hier vorne drin war, die haben wir natürlich auch rausgenommen. Und jetzt können wir das Magazin schon aufsetzen. Einfach hier vorne einrasten lassen. Klack. Und dann sitzt das auch hier hinten. Dann nehmt ihr diese Kunststofftreibschraube, die in der originalen Kimme drin war, steckt die hier in das hintere Loch. Und dann wird die mit einem Kreuzschlitzschraubendreher angezogen. So, nicht überdrehen die Schraube. Dann kommt die Schraube hier vorne rein. So. Motor drauf. Das Ganze noch ein bisschen anziehen. So. Und jetzt ist der Magazinkasten schon komplett fest auf der Armbrust drauf. Nun bauen wir den Zuführungshebel wieder ein. Dafür nehmt ihr die Feder. Die offene Seite der Feder muss zuerst reingesteckt werden in das obere Loch. Und
dann darauf achten, wie gesagt, dass diese Nase hier unter der Feder ist. Die verhindert im Prinzip, dass die Feder im Magazin kratzt, wenn man den Hebel bewegt. So wird es dann reingedrückt. Und nun kann man dieses Schräubchen hier wieder reindrehen. Irgendwann merkt man dann, dass das schwerer geht. Da muss man dann am besten so lange drehen, bis der Hebel sich nicht mehr bewegen lässt. So, jetzt ist das schwergängig und dann dreht man einfach mal noch eine Umdrehung zurück. Damit ist das super leichtgängig. So, das war im Prinzip der komplette Umbau auf Magazinarmbrust für die Alligator bzw. Anglo Arms 360. Ihr könnt in das Magazin 7 solche Feldbolzen laden. Es können aber auch Jagdbolzen mit breiter Klingenspitze geladen werden. Dafür ist hier diese Aussparung da. Und dann kann man die hintereinander verschießen. Fast hätte ich es vergessen, das bedarf natürlich keiner großen Erklärung. Diesen Handschutz und Griff, den sollte man sich natürlich auch noch dran bauen. Das zeige ich jetzt noch mal ganz kurz. Der Handschutz ist eine ganz praktische Sache. Erstmal kann man die Armbrust so schön festhalten und diese Platte verhindert auch, dass man aus Versehen mal den Finger oben irgendwie im Sehnenbereich hat. Genau, wie gesagt, die Armbrust wird mit 7 solcher Feldbolzen geladen oder wer damit jagen und töten möchte, kann auch diese Jagdbolzen mit breiter Klingenspitze verwenden. Dazu drückt er einfach hier auf diesen Zuführungshebel und legt die Bolzen ein. Dabei darauf achten, dass der unterste Bolzen so liegt, dass die Vanes und die Klinge flach liegen und nicht hochkant. Sonst würde sich das beim ersten Schuss verklemmen. Und alle weiteren Bolzen kann man dann einfach oben drauf legen. Die richten sich automatisch aus. So sieht es dann aus. Beim Schießen wird dann einfach hier der Spannhebel entriegelt, die Armbrust gespannt, was ich jetzt mal nicht mache. Die Sicherung rastet automatisch hinten ein. Man muss dann vor jedem Schuss einmal so machen und dann könnt ihr den ersten Schuss abgeben. So, jetzt könnt ihr 7 Pfeile hintereinander mit dieser Armbrust verschießen. So, der letzte Fall. Das Magazin oder die komplette Armbrust könnt ihr bei uns im Online-Shop bestellen, www.techtrein20.de.